So, ein neuer Tag, eine neue Tagesaufgabe. Springen wir gleich rein. Großartig vorher trainieren ist nicht mehr. Dafür habe ich das doch langsam, würde ich sagen, genug Übungen. Jedenfalls mit den ersten 4 Leveln. Danach wird das meistens ziemlich chaotisch. Das Ding können wir nicht bewegen. Okay, dann kommst du mal mit. Hüpf. Yeah. Nicht ernsthaft, oder? Also ja, ich wusste, dass Steine Schaden verursachen, wenn sie fliegen. Aber ich dachte, die müssen schnell genug dafür sein. Das war gerade einfach nur albern. So. Also ja, schon mal kein guter Start. Und da ist noch eine Steinfalle, die wurde aber auch ausgelöst. Warum wurde die nicht ausgelöst? So nicht. Kann ja wohl nicht angehen. 2000 Gold. Ja, da sind doch ein paar Leute besser geworden. Also, wir machen ein Abenteuer und tun einfach so, als wenn es die Tagesaufgabe wäre. Also das eben fand ich echt nicht toll. Also einmal der Stein, runterfallen, okay. Der ist vom Boden abgeprallt, ist dann wieder runtergefallen und hat uns dann Schaden gemacht. Okay. Oh ja, das Spiel kann einem manchmal wirklich mit Anlauf in die Eier treten. Und das zweite sowieso. Also wir haben Stein runterfallen lassen. Der Stein ist zwangsläufig von oben nach unten runtergefallen. Das heißt, er hat beide Stachelsteindinger da passiert. Die hätten ausgelöst werden müssen. Aber ja gut, merke ich mir jetzt. Mit Stein tierisch vorsichtig sein. Lauf. Mit Stein tierisch vorsichtig sein. Und was das andere nochmal? Genau, Stachelfallen. Also anscheinend, wenn man Gegenstände runterschmeißt, lösen sie nur eine Falle aus. Das heißt, wenn wir eine Reihe von 5 Steinfallen hätten, müssten wir 5 Gegenstände da runterwerfen, bis wir dann runterspringen könnten selber. Was ganz schön krass ist, aber okay. So, genau so hätte das laufen müssen. Schön wieder die 10.000 plus Gold und Küsschen, kein Schaden. Das wäre richtig gewesen. Und warum bist du gleich aufgewacht? Da ist der Ausgang. Haben wir hier noch was Schönes? Ja, aber da kommen wir nicht so gut hin. Oder? Wenn wir es nach rechts schieben, dann fällt es nicht runter. Mal ganz davon ab, dass wir... Ah ne. Okay, sprengen wir dich. Eine Bombe ist auf jeden Fall wert. Das sind richtig schön für die Edelsteine. So, 3 Stück. Plus Kleinkram. So. Ja, 15.500. Für ein erstes Level richtig schön. Kann ich das nicht irgendwie zu meiner Tagesaufgabe machen? Aber na gut, muss ja nicht immer alles in der Tagesaufgabe super laufen. Solange wir allgemein im Spiel Content ein bisschen vorankommen, wäre es auch schön. Als aber die Eiswelt mal wieder sehen. Das ist ja doch schon ein bisschen her. Wir waren, glaube ich, erst einmal oder zweimal da. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir hätten gerne Bomben. Eisstrahler, Schrotflinte, Netzgewehr. Nee. Falsch. Kam am Anfang, ich hasse Schlangen. Das sieht nämlich aus wie so ein Schlangending. Muss ich gleich mal gucken. Flupp. Dann kommst du noch mit und dann gucken wir uns die Schlangen mehr an. Da sind nochmal Edelsteine. Okay. Mitkommen. Oh. Exploring. Oh, das war knapp. Oh, da ist ein Ding, sein Götze. Das hätte auch ins Auge gehen können. So, du. Und es ist definitiv ein Schlammding. Also allein schon der Schacht, klar, sagt, ne? Aber die Rubine hier unten sagen das noch viel mehr. Falsch, falsch. Du
kommst mit Klick. Wir springen erst und holen dann die Blondine, sonst wird sie wieder in die Luft gejagt. So. Und da die Kugel hier, also der Altar, ziemlich weit unten ist, kann auch kein Shopkeeper treffen. Das heißt, wir schmeißen dich jetzt... Achso, der ist da oben, ne? Nee. Okay. Das müssen wir besser durchdenken. Wir machen schon mal einen Weg zum Ausgang. Wir zerstören alle Sachen, wo sie sich drin aufspießen könnte. So, legen dich da hin. Bring dich raus. Oh, das wird eng. Der Geist kommt bestimmt gleich. So, bring dich raus. Wir müssen jetzt nach oben. So, müssen uns hier durchsprengen. Bumm. Dann kommen wir hier nicht so schnell hoch. Noch ein Seil, okay. Geist, komm. Aber wir dürften jetzt genug... Oh, der Geist kam von links. Sehr schön. Nur das Kali verärgert. Ja, ich weiß. Aber ich habe Götzen. Oh, wo ist meine Spitzhacke hin? Das finde ich jetzt nicht schön. Aber okay. 31.000. Sehr schön. So muss es laufen. Knutsch. Also der Stein kann wohl wirklich einfach alles zermalmen. Unter sich. Was war das gerade für ein komischer Ruckler? Also ich bin gesprungen, als ich aufgetroffen bin auf dem Boden, hat es kurz geruckelt. Als wenn ich irgendwie die Erde erschüttert hätte, als würde da irgendwas Schweres runtergefallen wäre. Das ist nicht wieder irgendein neues Feature, oder? Mal gucken. Das sieht hier schon mal sehr gefährlich aus. Oh. Poink. So. Und eigentlich wollte ich die Vase benutzen, um das Ding hier auszulösen. Aber na gut. Mitkommen. Oh, Ratte. Du kannst das Ding auslösen. Wir müssen es nur hier runterwerfen, sonst... Oh. Achso, da unten ist schon ein Pfeil auf dem Boden. Okay. Die Boxen explodieren nicht. Okay. Komm mal mit. Zeug. Du Falle? Jo. Nein! Okay. Öfter nach unten gucken, bevor man irgendwas hinschmeißt. Oder jemanden. Haben wir irgendwo ein Kali-Ding? Ja. Flupp. Sieht so aus, als wäre sie sehr böse auf dich. Oh. Ach so, das überträgt sich von Level zu Level. Ja, okay, das ist nicht schön. Dann kann ich auch verstehen, dass sie böse auf mich ist. Na gut, raus hier. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir ganz viele Jungfrauen opfern, den Zorn Kalis wieder von uns wenden. Oder wir lassen es bleiben und sprengen einfach alles weiterhin. Flupp. Alliop. So, dich würde ich auch gerne sprengen, weil du bringst... Oh oh. Ich hätte das Netz treffen sollen. Denn erstmal kriegt man dadurch die Klebebomben und man kriegt auch ganz gut... Dingens. Edelsteine. Oh, warte mal. Aha. Komm her. Komm hoch. Komm. Du verbrauchst so viel Zeit. Geist kommt gleich und so. Oh. Wow. Das hätte arg ins Auge gehen können. Ja, aber gut zu wissen, man braucht bloß 10 oder so Schläge mit der Peitsche, dann ist das Ding auch tot. Ja, wir nehmen dich schon mit. Und da ist der Ausgang. Sauber. Flupp. So. Ist jetzt nicht so rauschend hier. Nee, dafür sind die Bomben zu schade. Raus.
Wir sind jetzt schon im Dschungel, oder? Jo. Okay, jetzt wird's schwierig. Alles vorher war eigentlich kein schöner Pipifax. Und ich kaufe mir einfach mal das Jetpack. Weil wir das Geld hier über haben. Weil das keine Tagesaufgabe ist. Das ist geil. Oh. Weg. Also ich muss noch lernen, damit umzugehen mit dem Jetpack, aber an sich ist es super. Oh. Okay, man sollte nicht die Ladung unterschätzen. Oh, das ist aber sehr gewöhnungsbedürftig. Blondine und... Oh, oh. Ich wollte eigentlich den Fisch da rausbekommen. Au. Oh. Und der geht sofort auf einen los, okay. Ich dachte, ich könne... Was da aus... Hey, ich hab dich doch nicht. Hier läuft nichts nach Plan gerade. Kommst mit. Also ja, was ich zuerst sagen wollte. Schön Schritt für Schritt arbeiten. Also die Piranhas greifen einen sofort an. Wenn man ins Wasser kommt. Ich wollte eigentlich warten, bis der eine Piranha ganz links ist. Dann die Blondine schnappen. Und dann raus. Und sobald ich das Wasser betreten habe, ist er sofort auf mich losgegangen. So. Falsch. Oh, oh, oh. Nicht aufwachen und weglaufen. Komm her. Ich hätte gern den Ausgang. Da ist der Ausgang. Sehr gut. Falsch. Oh, warte mal. Ich will meine Pickaxe wieder haben. Ich bin ein Zwerg, verdammt. Ich will meine Pickaxe. Die war wo? Hier. Mist, ich hätte die Pickaxe die ganze Zeit benutzen können. Vor allem bei sowas hier. Oh. Doch, man kann auch unter Wasser sie benutzen. Sehr schön. Da. Da. Geist müsste gleich hier sein. Oh, da ist schön. Ich denke, bis dahin könnte sie kaputt gehen. Nein. Gut, jetzt raus. Müssen ja nichts riskieren und so. Genau, da kommt er nämlich gerade. Küsschen. Wieder 4 Herzen. Warte. Nein. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Du machst mal hier ein Loch ein. Das ist irre praktisch. Oh, und da pinkt gerade mein Auge. Ich glaube, das war für den Schwarzmarkt. Pinkst du hier mehr? Au. Au, 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 weg, 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 weg. Nicht gut. Nee, der hat hier irgendwo gepinkt. Bei den ganzen tödlichen Fröschen. Oh, du hast einen Kletterhandschuh. Die brauchen wir aber gar nicht, weil wir fliegen können. Seile brauchen wir auch nicht und Dingens auch nicht. Oh, warte mal. Das pingen wir hier lauter, oder? Nö. Flusch. Okay, du wartest hier. Du kommst mit. So, jetzt suchen wir das Ping-Ping-Geräusch-Ding. Oh. Komm, so. Mit. Nein. Stirb, du doofer Kleiner. Zoing. So, jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er ganz kaputt. Also. Oh. Ach ja. Zoing. Aber dass der Affe da in die Pflanze rein... Nein, hihi. Reingesprungen war, sah schon lustig aus. Warum will ich nicht wieder dieses Ping? Oh, 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 oh. Hier pingt es. Hm.
für Dollar. Oh, Entschuldigung. Ja, Terrorist, okay. Geist kommt und die Spitzhacke ist kaputt. Ich will doch bloß das... Oh, oh. Ich will doch bloß das Ping-Geräusch finden. Oh gut, raus. Ein Lebenspunkt, nicht schön. Also ich denke, da wo ich die ganze Grabungsaktion eben gerade gemacht habe, da, die Pflanze, da weiter oben hätte ich buddeln müssen, aber ich kann halt nicht nach oben buddeln. Zoing. Ist immer noch böse auf mich, ja okay. Peitsch. Bist du immer noch böse auf mich? Immer noch böse auf mich. Du hast ein ganz schön nachtragendes Vibesbild. Okay, geht nicht. Oh. Ich will sie nicht. Na gut. Weiter. Oh, du bist jemand, auf den ich nicht raufspringen kann. Kann ich dich peitschen? Oh, das war knapp. Ja, ich kann ihn peitschen, aber es juckt ihn nicht wirklich. Ich muss aber an ihm vorbei. Das ist nicht so schön. Komm mal her. Dann muss ich mir die Fledermaus umbringen. Komm schon. Spring nochmal. Machst du wohl mal Platz? So, sehr schön. Komischer Kauz. Also, wir brauchen unbedingt Blondine. Geh weg, du. Bist tot? Ja. Nein! Er hat da gelauert auf uns. Oh ja, hinterhältig. Ja, aber lief ziemlich gut. Ich meine, 61.000 plus 25.000 für Jetpack und was weiß ich. Das wäre eine richtig geile Daily geworden. Aber sei es drum. Wir sehen uns dann morgen wieder.